Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem kleinen Let's Play zu Urbeck City Builder. Neu rausgekommen am Mittwoch, also quasi vor 3 Tagen. Das Ganze entwickelt von Studios Kremlinois oder so. Und herausgegeben, gepublished von Rock Game San Antonio? S.A? Wow. Okay, kann ich beides noch nicht? Die haben auch tatsächlich bis jetzt nur Spiele gemacht, die ich auch noch überhaupt gar nicht kenne. Wobei ich davon eins gesehen habe, wo man eine eigene Schmiede hat. Blacksmith Legends oder sowas. Ich glaube, das könnte es vielleicht auch mal demnächst geben. Mal schauen. So, Urbex City Builder. Gut, ne? City Builder, man sieht und erkennt, was es sein wird. Nämlich ein Spiel, ein Aufbaustrategiespiel, wo man eine eigene Stadt baut. Mit allem, was dazugehört. Und ich bin sehr gespannt, was uns das Ganze zu bieten hat. Wir starten mal rein. Also es gibt erstmal, ja gut, Optionen, ne? Hier 1000 verschiedene Sprachen. Mods gibt's auch. Ich habe die jetzt alle mal nicht ausgewählt, weil ich nicht weiß, was das jeweils bringt. Und ich will erstmal das normale Spiel quasi mir anschauen. Von daher erstmal ohne Mods. Ich weiß gar nicht, ob auch im Steam Store irgendwelcher Mod-Support möglich ist. So, neue Stadt. Gut, Name ist bekannt. Biome gibt es mehrere. Gemäßigt, Wüste, Archipel, Wald oder Ruin. Okay, das sieht ziemlich scheiße aus. Wald, Archipel, Wüste und gemäßigt. Ich habe keine Ahnung. Wir starten erstmal mit einer gemäßigten Karte. Steht ja auch hier eine beste Karte für den Beginn. Was steht hier? Du musst ja erst das... Achso, ich muss sowieso erst das gemäßigte Biom gewinnen, damit ich die anderen freischalten kann. So, dann gibt es verschiedene Größen. Riesig. Ich habe gerade überlegt, ob ich blöd bin, aber riesig schreibt man mit S, nicht mit SZ. So, klein, groß, mittel. Wir machen einfach groß. Achso, mittel ist 100%. Anfangsressourcen, ja, lassen wir auch immer normal. Meer, Küstenbereich, Fluss, Fluss. Kleiner Bach. Mächtiger Fluss. Lagunen. Gut, machen wir einen Fluss. Geländearten. Da können wir sagen, ob kein Schnee oder keine Wüsten auf der Karte entstehen. Ich würde mal tatsächlich keine Wüsten wegmachen. Wir lassen es nochmal. Und aktivierte Mods verwenden. Ja, nee, eigentlich nicht. Wobei wir halt auch keine Mods aktiviert haben. Gut, dann starten wir rein. Ich weiß nicht, wie die Ladezeiten sind. Mal schauen. Gut, sind sehr kurz. Überlegt, ob ich es wegschneide, aber nein, machen wir nicht. So, dann gibt es ein kleines Tutorial. Wir sind im Jahr 1 im Februar. Das ist die Karte, auf der wir unsere wunderschöne neue Stadt Winland bauen können, die wir übrigens auch noch umbenennen können. Schön. Gras? Nein. Gott, jetzt habe ich Sachen angeklickt. Ja, hier oben Hauptmenü, okay, UI, ah, okay. Quasi für Thumbnails. Strategische Sicht, okay, das erinnert mich stark an SimCity irgendwie. Minimap. Ja, weiß ich nicht. Richtlinienmenü. Okay, ist noch alles gesperrt. Fortschrittsfenster. Werden wir uns später angucken. Und die... Was für ein Ding? Urbekopedia. Okay, also quasi so eine kleine Hilfestellung. Hier sehen wir unsere Bevölkerung, unsere Zufriedenheit. Achso, ich habe dieses Spiel noch nicht ein einziges Mal gespielt. Von daher, ne? Improvisiere ich. Aber ich denke, es ist alles sehr eindeutig. So, Nahrungsmittel. Dann haben wir hier Arbeiter und Holz. Also Holz ist anscheinend die Ressource, um Sachen zu bauen. So, wir fangen erstmal an. Du kannst C drücken, um den Kameratyp zu wechseln. Aber keine Sorge, wenn du das vergisst, kannst du Escape drücken. Ah ja. Ja, ich finde die Ansicht irgendwie besser. Baue eine Straße von mindestens 6 Kacheln Länge, die in einen Wald führt. Gut, Wälder erkennen wir. Ich würde hier einfach mal bauen. Und sie muss in einen Wald führen. So, mal einfach mal so. Baue 6 Felder. Du kannst per Drag and Drop ein Raster erstellen, zum Beispiel 3x2 Feldern. Sie dürfen nicht mehr als 5 Kacheln von einer Straße entfernt sein. Achso, hier geht es um Häuser. Also ich muss Häuser bauen. Und die dürfen maximal also 5 Kacheln entfernt sein. Also sprich, ich könnte das auch so bauen. Aber ich soll ja erstmal ein 3x2-Büchschen bauen. So, jetzt mal gucken, wo ich meine Stadt baue. 3x2 ist das hier. Kann ich das nicht gleich größer bauen? Okay, ich muss 3x2 bauen. Nee, kann... Hä? Ach, ich soll Felder bauen. Okay, es geht also doch nicht um
Häuser, sondern um Felder. So, was ist denn der Unterschied zwischen dem hier? Das ist Steppe. Grasland? Steppe? Wüste. Gibt es denn auch fruchtbareren Boden als dieses hellgrüne? Wahrscheinlich nicht, wa? Das bist du? Du bist Steppe. Gut, dann bauen wir unsere Felder hier nach unten. So, jetzt kann ich aber mehr bauen, oder? Ja. Baue 6 Häuser. Sie dürfen nicht mehr als 3 Kacheln von einer Straße entfernt sein. Okay. Häuser, Häuser, Häuser. Dann bauen wir die mal hier hin. So, können wir mal die Straße hochziehen. Hier so Richtung Wüste. So. Um Informationen über eine Kachel zu erhalten, kannst du sie mit der rechten Maustaste darauf klicken oder das Lupensymbol benutzen. Ich muss mit der linken Maustaste drauf drücken. Ach nee, mit der rechten tatsächlich. Ich kann aber auch mit der linken draufklicken. Also es macht keinen Unterschied. So, Informationen über eine Hauskachel erhalten. Okay. Hier sehen wir die Hauskachel. Wir können auch mal die Geschwindigkeit starten lassen. Was ist das hier? Langsam. Okay, das finde ich sehr gut. Erstes Haus ist gebaut worden. Du kannst jetzt Bulldozer-Werkzeug benutzen, um Gebäude oder Bäume zu zerstören. Zerstöre etwas. Okay. Keine Ahnung. Diesen Baum. Holz wird benötigt, um mit dem Hausbau fortzufahren. Baue ein Holzfällerlager im Wald neben deiner Siedlung. Bäume werden wieder aufgeforstet, nachdem sie gefällt wurden. Aber wenn du zu wenig ausgewachsene Bäume stehen lässt, kann es passieren, dass das Holzfällerlager wegen Mangels an Holz aufgeben wird. Gut, also Industry, ein Holzfällerlager. Hier sehen wir auch den Radius. Kann ich die Sachen drehen? Nö. Kann ich nicht drehen. Achso, dreht sich automatisch. Gut. Dann packen wir die Holzfäller heute mal hier hin. Dann hast du den Wald hier in der Nähe und das sollte passen. Du kannst Informationen über eine gelagerte Ressource finden, indem du mit dem Cursor über ihr Symbol in der rechten oberen Ecke fährst. Hier. Versuche nun 100 Einwohner zu erreichen, indem du mehr Häuser baust und sie ernährst. Oben rechts siehst du die aktuelle Bevölkerung der Stadt und ihre Zufriedenheit. Achso, 30 und 6. Bam, bam, bam. Denke daran, dass Häuser nur erscheinen, wenn die Stadt einen Überschuss an Nahrung hat. Okay, also wir müssen hier immer im Plus sein, also hier drüben. Und dann entstehen also neue Häuser. Da läuft jemand. Bisschen langsam. Gut, dann bauen wir mal ein paar mehr Häuser. So, wir setzen aber nochmal hier eine kleine Street rein. Achso, da wo Bäume sind, kann ich nichts bauen. Das ist natürlich ärgerlich. Minus 38, wir müssen mehr Felder bauen. So, können wir auch mal hier eine Straße nach unten bauen. Dann können wir nämlich hier auch die Felder erweitern. Warum kann ich hier nichts bauen? Du hast nicht genug Ressourcen zum Bau. Ah, ich habe keine Arbeiter. Die müssen erstmal anwachsen wieder. Verstehe. Wenn du die Steuerungstaste drückst, kannst du deine Stadt aus der Sicht eines Einwohners betrachten. In dieser Ansicht kannst du mit WSD über den Pfeil tasten. Okay. Aha. Okay, Minecraft. Ja, also ist so ein bisschen, ne, SimCity in Minecraft-Stil. Gut, macht natürlich jetzt noch wenig Eindruck. Wie komme ich hier wieder raus? Steuerung, okay. Ich denke, wenn die Stadt ein bisschen größer und pompöser ist, wir sind irgendwie schon im November, wow, das geht ja schnell, dann ist es natürlich besser. So, Tag-Nacht-Zyklus. Naja, 12.33 Uhr. So, Felder, plus 308. Wir haben jetzt übrigens auch schon die 100 Einwohner, das ist sehr gut. Holz geht hoch, Arbeiter, naja. Können wir vielleicht noch ein paar mehr bauen. Aber machen wir halt entspannt. Du kannst Informationen über eine gelagerte Ressource finden, indem du oben Ressourcenleiste drückst. Okay, habe ich verstanden. Erreiche 200 Einwohner, um das Bauernhaus freizuschalten. Okay, also wir müssen anscheinend nach und nach alles erst freischalten. Gut, ne? Wäre auch ein bisschen läppsch, wenn das jetzt das ganze Spiel schon wäre. Gut, dann bauen wir nochmal neue Häuser. Wieso kann ich das nicht bauen? Achso, ich habe zu wenig Ressourcen. Gut, können wir ein bisschen schneller machen? An was mangelt es denn? Kosten 50 Arbeiter? Ach du Scheiße. Und 10 Holz. Okay, es mangelt also tatsächlich nur an diesen Arbeitern. Plus 25, sehr gut. Okay, ich muss dringend Häuser bauen. Produktion 10 Arbeiter, Verbrauch 10 Nahrung. Ah ja, okay. Also so kann man so ein bisschen einschätzen, was man dann braucht später. Plus 45, hervorragend.
So, Einwohnerzahl schon 150. Wie viele Menschen wohnen denn da? 6 Anwohner. 6 Zufriedenheit. Okay. Ja, gut, dann machen wir uns hier nach und nach das Örtchen ein wenig schöner und größer. Hier vorne können wir da auch nochmal ein paar setzen. Also wie gesagt, es geht maximal 3 Kacheln. Also wir könnten auch noch weiter nach hinten gehen. Also das könnten wir auch noch zubauen. Ich würde es aber tatsächlich erstmal so lassen wollen. Kann ich eigentlich diesen einen Baum hier weghauen? So. Zack, noch mehr Arbeiter. Ah ja, jetzt geht es auch wieder hoch. So, und wir müssten eigentlich jetzt auch, da haben wir es schon, die 200 Einwohner schaffen. Baue mindestens 2 Bauernhäuser. Sie produzieren eine große Menge an Nahrung, verbrauchen dabei nichts. Die angezeigten Bereiche können dir dabei helfen, herauszufinden, wo das Bauernhaus bauen kannst. Du kannst die Einschränkung im Menü auf der linken Seite sehen. Okay, also, Bauernhaus. Produziert viel Nahrung, ohne dass Arbeit nötig ist. Kosten 300 Arbeiter, haben wir. Produktion 100 Nahrung. Kein Bauernhaus in einem Radius von 5. Kein 12 oder mehr in einem Radius von 3. Okay, das verstehe ich nicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier das Bauernhaus hinsetze, das geht nicht, weil die Straße fehlt. Ich kann ja hier einfach mal weiterbauen. So, Bauernhaus. Dann können wir hier nochmal ein paar Felder ansetzen. Kann ich hier noch eins bauen? Ja. Ich könnte aber auch hier eins bauen, da müssen wir so ein Feld mal wegreißen. So, 2 Bauernhäuser. Tastenbedingungen wurden zwischen N angezeigt, wenn du den Cursor über eine Taste hältst. Zum Beispiel schnell ein Bauernhaus zu bauen. Du kannst, kannst du die Taste F und dann die Taste 2 drücken. Ah ja, ah, da hat jedes quasi seinen eigenen Shortcut, verstehe. Wähle das Lupensymbol und klicke auf eine Holzfällerhütte. Es werden dir mehrere Upgrade-Pfade angezeigt. Wenn du auf einen Upgrade-Pfad klickst, werden die jeweiligen Anforderungen angezeigt. Im Moment konzentrieren wir uns auf ein Dorfhaus. Also klicke es an. Klicke auf ein beliebiges Upgrade der Holzhütte. Was? Ah, okay. Ich brauche 300 Bevölkerung und 3 Bauernhäuser für dieses eine Häuschen. Verstehe. Ach so, ich soll nicht auf so eine... Das ist nicht eine Holzfällerhütte, das ist ein Holzlager, ne? Ja, okay. Gott, mal erstmal mit den Begrifflichkeiten hier zurechtkommen. So, wir bauen erstmal hier so ein bisschen Straße weiter. Oh, hier ist sogar schon ein bisschen schönere Straße. Wann... Kann man denn auch die Häuser upgraden? Dorfhaus, hier. Achso, das ist ja das, was wir gerade hatten. Hat dieselben Voraussetzungen wie das hier. Also, wir brauchen mehr Bevölkerung. Dann geben wir den Menschen mehr Wohnraum. So, können wir hier so zusammenbauen und hier kommen dann überall nochmal Wohnhäuser rein. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unter die Nahrungsgrenze kommen. Und wir brauchen nochmal Felder. Achso, ich muss ja darauf achten. Dass ich jetzt wieder genug Abstand lasse für das Bauernhaus. So. Okay, sieht aber alles gut aus. Dorfhaus und Holzfällerhütte freigeschaltet. Haben wir. Hast du das gesehen? Zuerst brauchst du 300 Einwohner und 3 Bauernhäuser, um das Dorf freizuschalten. Dann brauchen sie Energie. Bevölkerungsdichte. Einige Häuser in ihrer Umgebung... Was? Okay, baue also zuerst eine Holzfällerhütte in der Nähe eines Holzfällerlagers, um Energie aus Holz zu produzieren. Die Holzfällerhütte braucht außerdem 300 Einwohner und 3 Bauernhäuser, um sie freizuschalten. Das haben wir geschafft. Das bedeutet, unsere Holzfällerhütte, die wir jetzt einfach mal hier hinsetzen, nimmt sich Holz, man sieht es ja auch, ne? Verbraucht 50 Arbeiter, die haben wir, und 7 Holz und produziert dafür 60 Energie. Das heißt, wir müssen hier jetzt
genau, Energie freigeschaltet haben. Okay. Es werden nun einige nicht freigeschaltete Gebäude angezeigt, um dich nicht mit Optionen zu überfordern. Wenn du willst... Oh, was ist denn hier los? Oh, die Häuser werden upgegradet. Schön. Wenn du willst, kannst du alle möglichen Gebäude sehen, indem du Escape drückst und dann entsprechende Optionen wählst. Ja, will ich nicht. Drücke Escape, um das Menü zu sehen. Verstehe ich nicht. Pächter. Pächter sind Bauern, die das Land pachten. Ihre Lebensbedingungen sind sehr schlecht. Sie brauchen nur 3 Bauernhöfe in ihrer Umgebung. Erstelle einen Pächter. Du kannst Alt-Taste gedrückt halten, um jedes Gebäude zu überbauen. Du musst also keinen Bauernhof zerstören, um einen Pächter zu erstellen. Halte Alt gedrückt und baue den Bauernhof. Warum sollte ich den bauen? Ah, bringt mir Zufriedenheit. Okay. Drücke Alt gedrückt. Ich drücke Alt, aber es passiert nichts. Ich verstehe doch nicht so ganz. Kein 3 oder mehr in einem Radius. Was ist denn das für eine Aussage? Also hier könnte ich einen Pächter bauen. Der Grundbesitzer braucht mindestens 4 Pächter, um zu produzieren. Baue ein Landbesitzerhaus. Haus des Landbesitzers. 2 Pächter. Okay. Wir können ja da auch nochmal ein paar mehr bauen. Also Felder. So. Ja, und hier ist dann einfach vorbei. Also, ne? Im wahrsten Sinne. Kann ich hier auch nochmal einen Pächter bauen? Ja. So, habe ich jetzt dieses Bauernhaus freigeschaltet? Ja. Der Grundbesitzer braucht mindestens 4 Pächter, um zu produzieren. Achso, und die müssen alle im Radius sein, oder was? Kein 4 oder mehr in einem Radius von 5. Alter. Okay, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ich baue einfach mal hier vorne noch einen Pächter hin. So, und jetzt dürfte ich theoretisch, genau, das Landhaus bauen können. Ja. Um mehr Energie zu bekommen, kannst du jetzt deine Holzfällerhütten zu Holzfällerhäusern ausbauen. Klicke mit der rechten Maustaste oder mit der Lupe auf einen Holzfäller, auf eine Holzfällerhütte und du wirst sehen, dass sie zu einem Holzfällerhaus aufgerüstet werden kann. Freigeschaltet bei 600 Einwohnern und 2 Holzfällerhütten. Ach hier, Upgrade. Kick mal. 600 Bevölkerung und 2 Holzfällerhütten. Okay, wir müssen also noch dringend einen weiteren Holzfäller bauen. Muss der in dem Rad? Okay, der ist sogar im Radius. Hervorragend. Okay, habe ich verstanden. Jetzt kriegen wir auch noch mal ein bisschen mehr Holz. Und wir brauchen noch mehr Einwohner. Okay, was, wenn ich jetzt hier Häuser baue? Mann, dieser eine blöde Baum. Bringt mir das noch was? Ja, 550. Dann bauen wir hier oben meinetwegen noch mal ein bisschen aus. Und hier können wir auch noch mal... Obwohl, hier würde ich gern durchgehen. So, dann können wir hier meinetwegen noch mal ein bisschen Häuser bauen. So. Jetzt haben wir auch die 600. Sehr gut. Und das heißt, wir können dieses Ding upgraden, oder? Achso, ich brauche eine zweite Holzfällerhütte. Okay. Okay, Holzfällerhaus freigeschaltet. Sehr gut. Upgrade zu Holzfällerhaus. Ah ja. Park freigeschaltet. Okay, ich verstehe es nicht. Holzfällerhütte. Das ist auch eine Holzfällerhütte. Und wie kann ich das jetzt upgraden? Erreiche 600, baue 3 Holzfällerhütten. Wieso denn 3?
brauche ich denn jetzt drei Holzfällerhütten? Wenn vier Häuser in der Nähe... Okay, ich muss das nochmal durchlesen. Das ist jetzt ein Holzfäller... freigeschaltet bei... Wenn vier Häuser in der Nähe sind... Erreiche 600 Einwohner und baue drei Holzfällerhütten, um das freizuschalten. Und baue Häuser in der Nähe einer Holzfäller, um ein Holzfällerhaus zu kommen. Was? Ich verstehe es einfach nicht, was ich machen soll. Holzfällerhaus. Entfernung 3 Kästchen. Mindestens 6 Anwohner. Ach so, hier müssen jetzt Menschen wohnen, oder wie? Ah, und jetzt kann ich es upgraden. Ah, guck mal, jetzt ist es ein Holzfällerhaus. Ach, du heilige Scheiße. Boah, ist das kompliziert. Okay, was fehlt hier? Nichts. Ah, okay, ist auch upgraded. Schön. Kann man die auch upgraden? Nee. Aber ich könnte ja nochmal eine Holzfällerhütte bauen. Okay, hier kann ich mit Q und E nochmal drehen. So, dann können wir nämlich meinetwegen hier hinten nochmal ein Holzfällerlager machen. Wir haben die Villa freigeschaltet. Okay. Bau weitere Holzfällerhütten, bis du 4 hast, da ein Teil des Holzes als Brennholz verwendet wird. Ja. Habe ich. Holzfällerhütten. Muss ich 4 bauen? Okay, wir bauen hier nochmal eine. Jetzt ziehen wir hier nochmal weiter und bauen wir deswegen hier oben auch nochmal eine. Warum geht das nicht? Kein... Ach, darf nicht im Radius sein. Okay. Gut, können wir hier nochmal eine normale Wohnung hinbauen. Haben wir. So, sei vorsichtig. Dorfhäuser verbrauchen mehr Nahrungsmittel als Holzhütten. Also baue ein Getreidesilo, um die Bevölkerung ernähren zu können. Okay, Getreidesilo. Dafür brauchen wir 4 Bauernhäuser. Wo kriege ich denn jetzt Bauernhäuser her? Ach so, das sind die Bauernhäuser. Okay. Da geht's schon mal nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Aber ich könnte hier oben ja nochmal eine neue Ecke setzen. So, geht hier ein Bauernhaus hin? Ja. So, können wir nochmal einzelne Häuschen setzen. So, hier können wir eigentlich auch nochmal eine Verbindung setzen. Da kommen auch nochmal normale Häuser hin. Und hier können wir meinetwegen nochmal... Also ich weiß nicht, ob hier dann später noch was anderes entstehen muss. Okay. So, haben wir. Jetzt dürfen wir auch das Getreidesilo fertig haben. Genau. Okay, das muss wie gebaut werden? Kein 2 oder mehr. Was heißt denn kein 2 oder mehr? Kein Getreidesilo in einem Umkreis von blablub. Kein 2 oder mehr. Was ist denn das für ein Deutsch? Kein 2 oder mehr. Also hier geht's auf jeden Fall hin. So, und jetzt haben wir auch das hier erhöht. Und zwar um 200. Okay. Nachbarschaftsrat freigeschaltet. Oh Gott. Du kannst M drücken, um die Minimap ein- auszublenden. Jo. Du kannst dafür sorgen, dass deine Stadt ihre eigenen Gesetze hat. Dafür musst du einen Nachbarschaftsrat gründen. Okay, wie mache ich das? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Jetzt kannst du auf den Nachbarschaftsrat klicken. Wo ist denn der Nachbarschaftsrat?
Hast du eine Holzbrücke? Ach, hier. Nachbarschaftsrat. Okay. Jetzt kannst du entweder mit der rechten Maus auf den Nachbarschaftsrat klicken. Ah, kick mal. Den du erschaffen hast. Oder du drückst J. Du kannst alle 6 Monate eine Verordnung erlassen. Verordnung erlassen. Gemeinschaftsgärten. Parks produzieren, 10 Nahrungsmittel verbrauchen, 5 ungelernte Arbeiter. Erhöht den Überschuss. Überausbeutung. Nachhaltige Forstwirtschaft. Verringert die Produktion von Holzfällern und die Baumfällrate um 50. Okay, das finde ich gar nicht so schlecht. Großgrundbesitz. Erhöht die landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion und senkt das Glück insgesamt. Leibeigene. Märkte in Parks. Versorgungslinie. Reduktion des Holz. Schmiede. Märkte auf Fußballplätzen. What? Bessere Essenszugang. Nimmt Farm Essen. Produktion um 10 ab. Erhöht Glücks. Okay, das machen wir. Haben wir. Fußballplatz freigeschaltet. Gut, wir sind aber erstmal bei den Villen. Aber das machen wir morgen, würde ich sagen. Ja, also das der Start in Urbeck City Builder. Und wir gucken uns morgen dann mal an, wie das hier mit unserem kleinen Winland weitergeht. Bevölkerungszahl 866, Zufriedenheit 8,1. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Aber wir werden es herausfinden. Meine Lieben, herzlichen Dank und bis morgen.